Hey, meine Single-Cast-Schlürfenden Whisky-Nerds, Whisky-Grinch Adrin hier, der immer so lange untertaucht, bis der YouTube-Algorithmus ihn wieder vergessen hat. Und jetzt, heute auf der Teststrecke ist ein Mordlach 22 von The Malt Man. Geschichte dazu, ich bin eigentlich keiner, der sich so zu Impulskäufen so richtig oft noch hinreißen lässt, aber bei dem ist so, ich habe für die Distillen, die mich interessieren, bei eBay einen Alarm laufen, wenn neue Angebote eingestellt werden. Und das hier war auf jeden Fall ein Auktionsfehler. Also das hat der gute Mann an einem Mittwoch um 7 Uhr früh reingestellt und ausgelaufen ist es um 11. Ich glaube, nachdem er noch ganz viele andere Flaschen reingestellt hat, gemeint war, er hat es eigentlich getimt auf Sonntagabend, also 13, 14 Tage oder was. Und die ist eben nur stundenweise gelaufen und das hat er nicht gemerkt. Und dementsprechend habe ich diesen 22-jährigen Mordlach, der wahrscheinlich jetzt wieder einen Korken, für 140 Euro haben wir schon vor geraumer Zeit aufgemacht und an dem Abend ist auch Springbank Green Sistel und Superspringer und alles mögliche ins Glas gekommen und dementsprechend war das der Einstiegsdrama und ist an dem Tag leider ein bisschen untergegangen, aber Mr. Mordlach meinte noch passables Ding. Eckdaten waren Riefel Bourbon, 312 Flaschen und 46%. Also ist da mit Wasser gearbeitet worden, aber ich feiere eigentlich die alten Maltmänner und auch sonst was von Maltmän aktuell rauskommt, ist eigentlich ganz okay. Deswegen war dieser Blindkauf, ja, für mich konnte ich damit leben. So, machen wir mal die Nase. Ja, Mordlach gibt es ja, ich sag's immer mal wieder, gibt es relativ wenige aktuelle Releases und wenn sie rauskommen, furchtbar. Und bei dem 22er Riefel Bourbon kann gut sein. Was jetzt dem halt abgeht, ist so Tropenfrucht. Also er hat diese schöne Säure. Er hat auch so einen Anklang von, ja, ich will jetzt nicht sagen fleischig. Das ist so ein interessanter Mix aus metallisch, aber nicht so negativ besetzt in meinem Kopf, lustigerweise. Blutig. Mit dieser frischen Menthol-Dingsbumsnote. Wenn ihr jetzt irgendwas im Hintergrund hört, ich habe die Klimaanlage angeschaltet. Verdammter Hochsommer. Ja, also er hier ist so ein relativ wenig Frucht, dafür viel von diesem Mordlach-Destillat und eine leichte, so eine feuchte Zahnstocher-Note. Was war denn eigentlich sonst noch in der Whisky-Welt los? Ja, ich bin mal wieder, weil ich so selten in Challenges zu sehen bin, nicht nominiert worden, dementsprechend leckt mich doch fett. Ich habe den nächsten Slaughtering-Flasche bezahlt. Die wird im September, glaube ich, abgefüllt. Ich bin da vielleicht auch dabei. Mal sehen. Videomaterial wird es da bestimmt keins geben, wir müssen arbeiten. Da freue ich mich schon sehr drauf. Also irgendwann, ich denke Ende September, kommt dann hoffentlich ein Video in größerem Rahmen, wo wir wieder als Gruppe die neue Slaughtering-Flasche probieren werden. Ja, Mordlachnase, dem fehlt halt wirklich so ein bisschen dieser krasse Frucht ein. Dann wäre der perfekt. Ansonsten sauer, bisschen Holz, Alkohol ist nicht so richtig wahrzunehmen und Speichelfluss setzt ein. Also ich freue mich auf das, was da kommt. Ich habe ihn ja schon einmal probiert vor, ich glaube im Februar war es, also ist schon auch wieder über 5 Monate her. Naja, lassen wir jetzt ein bisschen schnaufen und dann sehen wir mal. So, da bin ich wieder. Mal sehen, was ihm jetzt die Viertelstunde Luft, ja, hat ihm sehr gut getan. Also, jetzt ist noch so eine kristallklare Vanille-Honignote oben am Schweben. Also dieses Holz ist ein bisschen in den Hintergrund getreten. Man hat jetzt noch leicht diese Zitrussäure, aber sehr dominant ist so Creme Brûlée, Vanille, Pudding, süß. Und ich muss sagen, ja, also ich hatte schon mal einen Wims Malts, der hat auch so eine richtig krasse, frisch geschnittene Grasnote gehabt. Er hat schon eher so noch lebendes, also Wiese. Ich will jetzt nicht sagen eine Grasnote, es ist eher so, ja, Morgentau, der so langsam von der Sonne weggetragen wird mit ein bisschen Kräutern.
so eine leichte Erinnerung an gemähtes Gras, aber entfernt. Ist auf jeden Fall interessant und halt fruchtig immer noch nicht. Also da ist jetzt nichts dazugekommen, dafür halt Vanille und Karamell so ein bisschen. Ja, mal sehen, was der Gaumen gleich sagt. Ja, also im Mund auffällig, sehr reichhaltig, sehr ölig. Dass ich jetzt so ein bisschen. Er hat auch einen leichten Kick. Ich komme aber recht gut damit klar. Das kann jetzt auch, also hätte auch extrem schnell ins Bittere abkippen können, hat er gar nicht. Wahrscheinlich hat der Malt Nummer 1, der da ist, im Bourbon Barrel war, mitgenommen. Ja, ölig. Sehr süß, Puderzucker, Vanille. Ich bleibe bei diesem Pudding, der so ein bisschen angekuckelt ist, also Creme Brûlée. Lässt mal ein bisschen kreisen, dann kommt wunderschön diese Zitrusnote durch. Schlucken, leichte Pfeffrigkeit. Zitrus bleibt ziemlich stark. Dann kommt so ein kurzer Höhepunkt von Bitter. Das ist so, wenn man auf eine, wie heißt dieser, es gibt so einen Drink, wo Kaffeebohnen drin, wenn du genau auf diesen Kaffee, dann ist auch mal so ein kurzer Kick an. Bitter da, Sambuca, glaube ich. Ja, ich bin schon ewig nicht mehr abends weggegangen. Bleibt auch schön liegen. Und jetzt, was interessant ist, das wäre jetzt, also schade, dass man es nicht rausfinden werden kann. Ich glaube nämlich, dass der Malt, der als Erstbelegung, also nach dem Bourbon da drin war, dass der Peaty war. Weil der hat so eine, ist eine verbrannte Rauchnote, die da drin steckt, aber Mortlach pietet nicht. Also, es ist sehr, sehr, sehr zart. Und das heißt, das Fass muss da gut ausgeleert gewesen sein, dass da wirklich nur ganz, ganz, ganz kleine Rückstände drin waren. Aber ich nehme den als rauchig wahr. In der Nase noch nicht so, aber im Gaumen schmeckt was ein bisschen. Wenn man Lust auf Süß und Holz hat, ist der ideal. Also da ist relativ wenig Ablenkung drin. Ich stehe auf dieses fruchtige, ich denke jetzt an Ben Nevis über 20 Jahre Zeugs, aber auch so macht das gut. Ich muss sagen, ich habe das ja bewusst für dieses Treffen gekauft, also ich wusste, was passiert und dann ist der bei eBay ausgelaufen und ich dachte, jawohl, das Mr. Mortlach kommt auch, dann machen wir das auf. Ich war an dem Tag ein bisschen enttäuscht, was aber an dem Kontrastprogramm liegt. Wenn man jetzt nur den trinkt, ist er für sich alleingestellt relativ okay. Wenn man jetzt nicht eine Fruchtbombe erwartet. Also es ist ein guter Whisky, man hat Holztöne und man hat ziemlich viel Zucker und man hat wunderschön dieses saure Mortlach. Zweiten Mal war jetzt die Zunge ein bisschen besser auf den Alkohol vorbereitet. Kann man noch so ein schönes Marzipanstückchen aus nordischen Ländern dazu. In Dänemark zum Beispiel hat die immer ein bisschen übertrieben, aber schön. Und was man auch merkt, im Mund arbeitet auch die Säure schon gegen dieses Süß ein bisschen. Es ist so abhängig davon, wo das gerade auf der Zunge durch die Gegend läuft. Das ist ja verschiedene Geschmackszonen. Hat man da. Und die Sache im Mund. Ja, ihr habt es schon gemerkt, ich habe jetzt auch schon ihn ein bisschen gelobt. Ich muss ja sagen, ich und eBay ist so eine Hassliebe. Ich bin mittlerweile mehr auf Krüger. Krüger ist übrigens diesen Monat extrem komisch. Ganz, ganz, ganz wenige Flaschen nur, anscheinend Sommerloch oder so. Oder alle sind schockiert von den neuen Auktionsregeln, die ja hauptsächlich für Bieter schlecht sind, ne? Für die in der Auktion Sachen reinstellen. Naja, auf jeden Fall, bei eBay ist so, ich bin immer so kurz davor, meine E-Mail-Benachrichtigungen zu löschen, weil immer nur Scheiß drin ist. Und dann kommt mal wieder sowas, wo ich dann grinsend doch eine Flasche an Land ziehe, die, ja, ich meine 140 €. Ich glaube, er hat trotzdem seinen Schnitt gemacht.
Aber er hat, also für einen 22-jährigen Mordlach aus 1990, ja, es war jetzt auch nicht ein Hyperschnitt. Ich denke, die wäre auch noch besser gelaufen. Also die anderen Flaschen sind alle höher raus. Da bin ich dann überboten worden mit meiner Schmerzgrenze. Ja, so Fazit. Ich finde ihn sehr gut. Aber man darf jetzt auch nicht, wenn ich sage, sehr gut, ja, 46% ist mit Wasser gearbeitet worden, kein Single Cask, ist nur ein Refill Bourbon. Und man hat da das Ziel, also ich gebe dem 3 von 5 Grinch-Gesichter, ist aber beim, also, ja, oder 4 von 5. Das ist so zwischen Port Charlotte 10, alte Variante, und dem sehr fruchtigen 12-jährigen Redbreast in Fassstärke. Zwischen den beiden liegt er, also entweder 3 oder 5, könnt ihr euch selber aussuchen, weil er so schöne Holz- und Zuckernoten mitbringt. Und halt, ich mag dieses saure Mordlach. Wenn jetzt jemand Mordlach nicht mag, ich denke jetzt an Franz, der mag dieses saure Gedöns nicht so sehr, was lustig ist, weil Springer mag er ja schon. Der wird den wahrscheinlich beim Dienst in 12 entlegen und dann ist er zu teuer. Ja, Fairness, ja, habe ich schon gesagt. Ich finde jetzt, das Verdünnen ist okay. Dann haben sie, die hatten eh nur wenig Flaschen, 312 für, ja. Sonst ist eigentlich wieder, passt alles, steht alles wieder drauf, wann destilliert, wann abgefüllt. Die ist übrigens schon 2012 abgefüllt. Also da 12 Jahre in der Flasche. Und bei sowas werde ich jetzt mittlerweile auch schon ein bisschen emotional. Deswegen, ja. Schön. Nachkaufen. Also mir gefällt er hinreichend gut. Ich bin auch, wie ich gerade schon gesagt habe, immer so kurz davor, eBay und Krüger und alle möglichen Auktionen mal wieder zu ignorieren, bis da mal wieder sowas entgegenkommt und dann nehme ich es mit. Also ich würde den nachkaufen. Ich finde so Sachen interessant, vor allem, es wächst ja nicht nach. Und es ist jetzt kein Hypermold, aber hinreichend gut. Ja, ich nehme jetzt auch nicht mehr alle Sachen auf. Teilweise probiere ich mittlerweile so, ich habe so mal für Hate-Videos Sachen, ich bin ja eigentlich der Grinch. Und dann probiere ich da Nipperer von so einem Sample, das ich extra gekauft habe, um mich mal wieder aufzuregen. Und was aktuell rauskommt, macht mich nicht so glücklich. Und dementsprechend kaufe ich dann lieber sowas nach. So, ich wünsche euch was.